Hier ist euer Dr. Einstein heute beim neuen Video, und zwar habe ich heute für euch den Intel Nuke 11 und der Ganze ist hier schon ausgepackt mit einem i7, den 1165G7, ist ein 4-Kerne-Prozessor, wenn ich mich nicht täusche, aus dem Jahre 2020, Quartal 3 oder sowas kam, oder Ende des Jahres, kam eben dieser Prozessor eben raus. Der ist hier verbaut. Wir haben hier noch mit dabei, unterstützt DDR4, also 16 GB. Den haben wir im Dual Channel verbaut, also 2x8 GB. Ist erweiterbar bis 64 GB und haben natürlich eine M2 Festplatte drin mit 512 GB. Haben Windows vorinstalliert. Dann grafiktechnisch ist natürlich Iris Xe Grafik hier mit Onboard, also vom Prozessor unterstützt. Natürlich, wir haben hier Bluetooth 5.2, dann haben wir Wi-Fi 6, unterstützt 2,4 um 5 GHz. Und wir haben hier Thunderbolt 3 noch mit dabei und somit auch, wenn wir hier einen Bildschirm anschließen, 8K unterstützt. Das ist hier auf jeden Fall möglich und das gucken wir uns jetzt gleich noch mal ein bisschen genauer an. Ja, wie gesagt, da ist das gute Stück und das wollen wir uns jetzt mal unter Kamera genauer anschauen. Wir gucken hier einmal ganz kurz auf die Anschlüsse, dann schauen wir einmal hinein in den kleinen Prozessor und machen dann im Anschluss natürlich unser NeroScore und gucken mal, wo wir leistungstechnisch hier bei diesem Benchmark dann auch am Schluss liegen. Ja, fangen wir an, hier mal den PC, hier die Anschlüsse uns mal anzuschauen. Wir sehen hier typisch unser HDMI-Anschluss, hier mein DisplayPort, also Mini-DisplayPort-Anschluss, Netzwerkkabel. Wir haben hier USB 3 und wir haben hier den Thunderbolt-Anschluss als USB-C, klar. Ein Netzanschluss, hier außen können wir noch, haben wir so eine Sperre drin, wenn wir abschließen wollen. Hier natürlich der Einschaltknopf, hier haben wir eine Buchse für Lautsprecher oder Kopfhörer oder für beides. Genauso wie hier nochmal ein USB 3 und dann nochmal ein Thunderbolt-Anschluss. Ja, und da außen haben wir noch einen SD-Kartenleser und dann sind wir eigentlich schon rum. Unten gibt es nichts, hier oben gibt es nichts und so ist er aufgebaut. Dazwischen hier sieht man die Kühlrippen auf beiden, auf der einen Seite vor allen Dingen, wo er dann rausbläst. So ist das Ganze hier aufgebaut. Also sehr überschaubar. Wir haben hier die Anschlussmöglichkeiten. Jetzt würde ich sagen, ich mache den mal ganz kurz auf und dann schauen wir mal direkt mal ins Innere rein, was da noch alles mit drin ist. So, schauen wir einmal in den PC hinein. Ihr seht, hier ist noch ein Verbindungskabel, nämlich zur SSD-Festplatte. Die können wir hier noch erweitern. Wir sehen hier den Schacht. Die Schrauben zeige ich euch, die liegen natürlich bei, falls man natürlich das Ganze festschrauben möchte. Na, soll es ja auch. Und wie gesagt, das Gehäuse, das war hier oben drauf. Das sind bloß die 4 Schrauben. Da kommt dann die SSD-Festplatte zur Erweiterung noch mit rein. Und jetzt schauen wir einmal nochmal zu den verbauten Bauteilen. Wir haben hier die M2-Festplatte einmal drin mit 512 GB, die ich schon angesprochen habe. Dann hier die Dual-Channel, die DDR4 ist hier verbaut, 2 Stück, wie gesagt. Und dann ist hier, was ist, ja, sonst kann man da nichts mehr weitermachen. Wir können es noch weiter zerlegen, ist natürlich nicht Ziel und Zweck. Hier hört es dann auch so ziemlich auf und man sieht hier schon, was hier eben verbaut ist. Ja, das einmal zu dem Mini-PC. Ja, ich habe gesagt, die Schrauben, die liegen natürlich bei in so einer Tüte, genauso wie eine Bedienungsanleitung. Und die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da kann man mal reingucken. Da wird nochmal gezeigt, was man hier aufrüsten kann. Und wir haben natürlich so eine Deckplatte dabei, die man hinten an einem Monitor hinschrauben kann und festmontieren. Genauso wie ein Netzkabel ist natürlich mit am Start. Ja, das ist eigentlich soweit vom PC innen drin, sehr überschaubar, ganz klar. Gut, gibt nicht so viele Möglichkeiten, wir können eine SSD nachrüsten, das ist möglich. Und aufrüsten können wir natürlich dann die Festplatte, die M2, das ist auf dem M2-Steckplatz so rum und natürlich unseren Arbeitsspeicher. Das wäre natürlich möglich, man kauft aber einen PC ja normalerweise nicht, um den gleich aufzurüsten. Aber so schaut es auf jeden Fall aus und man kann, wenn man möchte, ihn natürlich aufrüsten. Ich würde sagen, ich baue jetzt mal alles wieder zusammen, stecke den an und dann gucken wir, da außen liegt nämlich mein portabler Monitor, schließe den dann an und dann gucken wir einmal aufs Display drauf, was eben hier noch mit CPU, ID und so weiter hier, ob die Komponenten soweit alle so identisch sind mit dem, was wir erkennen, wie unseren NeroScore-Check. Ich habe jetzt unseren kleinen Mini-PC, unseren Nuke 11, Intel Nuke 11, hier jetzt angeschlossen am Bildschirm und habe auch den NeroCheck schon laufen lassen tatsächlich, weil ich ganz kurz noch was erledigt habe und dann habe ich mir gedacht, wow,
Wir werden es gleich sehen. Das Ergebnis war tatsächlich überraschend, höher als gedacht. Wir werden es aber auch gleich sehen. Aber zuvor gucken wir mal einmal ganz kurz auf den Bildschirm. Hier sehen wir auch den CPU-Z oder besser gesagt CPU-ID. Und da können wir noch mal einfach mal nachschauen. Wir haben ja vorhin über den Intel i7-1165G7 gesprochen. Hier ist der auch verbaut. Hat natürlich 4 Kerne. Auch das haben wir gesagt. Taktet mit... Das sieht man später, ich glaube bis maximal 4,2 GHz. Und da haben wir dann hier das Mainboard und die Modellnummer, nein danke, brauchen wir jetzt nicht. Haben hier den DDR4 verbraucht, 16 GB, wir sind hier im Einzelnen, Slot 1 ist mit 8 GB, das haben wir auch gesehen, als wir den PC natürlich zerlegt haben, hier der Slot 2 ebenfalls mit 8 GB, auch hier der DDR4, logischerweise Grafik Intel. Iris Xe Grafik ist natürlich auch klar, Benchmark machen wir nicht und dann sind wir eigentlich auch schon so durch. Ja, interessant wird es natürlich jetzt beim Benchmark, ich lasse es einfach offen, ich habe den nämlich schon gemacht und da können wir direkt drauf schauen und sehen 3476 Punkte. Das ist tatsächlich schon ein bisschen überraschend vom Ergebnis her, habe ich nicht so eingeschätzt. Ich lag, also mein Gefühl war jetzt anhand der Daten hier bei knappe 3000 vielleicht, aber nicht bei 3,5. War tatsächlich sehr überraschend, aber wir gucken einfach nochmal hier ein bisschen weiter sehen. Hier, dass es 66% besser ist als alle getesteten PCs und wir haben hier, wie gesagt, 3476 Punkte. Wir können hier mal ganz kurz auf die Seite hier gucken. Hier ganz oben sehen wir nochmal die Punktezahl, die Datensätze und dann, wenn wir im Einzelnen da nochmal drauf schauen, also wie gesagt, ich habe hier den PC benutzt, von dem wir auch gesprochen haben. Wir haben hier 2,8 GHz im normalen Taktfrequenz, also nicht im Single Core, wenn wir da diese 4,2 erreichen, sondern im, wenn alle Prozessoren laufen, dann alle mit je 2,8 GHz. So, das ist auf jeden Fall das eine, das sind die ersten Punktzahlen. Hier haben wir natürlich die Grafikkarte. Und wenn man das am besten, und hier natürlich auch unser Speichergerät, sollen wir auch nicht vergessen. Aber jetzt gucken wir uns das mal einfach mal hier, diese Überprüfung der Spielleistung an. Natürlich können wir hier nicht bei den ganz großen Spielen mithalten, um Gottes Willen. Aber hier tatsächlich Counter-Strike ausgezeichnet, ultra hoch sogar. Haben hier bei GTA eine gute Auslastung, genauso wie bei Warhammer. Ich würde auch sagen, Dota wird noch drauf laufen, das ist auch möglich. Und Fortnite höchstwahrscheinlich auch. Also das ist schon alles tatsächlich höher als gedacht hier. Und auch sehr gut. Wir haben hier, gut, das ist Metaverse 3D, also ohne eine 3D-Grafikkarte, separaten 3D-Grafikkarte, werden wir hier natürlich da keine großartigen Punkte holen. Aber zumindest können wir mal sagen, hier sind wir immer identisch, denn alle Mini-PCs, die wir hier haben, haben zwischen 1 und 2% und ist auch normal, wie gesagt, außer man hat natürlich eine extra Grafikkarte drin. So, wo es dann interessant wird, ist natürlich die KI-Berechnung, die CPU-Leistung, ist hier ganz ordentlich eigentlich auch, mit anhand der Punktzahl. Und hier unten machen wir nochmal deutlich ein paar Punkte, nämlich beim Dekodieren und Codieren ist natürlich auch die CPU-GPU-Leistung. Und hier sieht man auch, wo wir hier ungefähr liegen, also so im Mittelfeld. Sind nicht ganz so schlecht wie hier, sind aber auch nicht da im vorderen Bereich dabei, also wirklich schön im Mittelfeld. Ja, das war es dann, glaube ich, nur noch Werbung. Und wenn man es dann hier nochmal im Einzelnen anschaut, wir sehen hier nochmal die SSD, die hier verbaut ist, die Lesegeschwindigkeit, Schreibgeschwindigkeit, was wir hier haben. Da, das wiederholt sich natürlich jetzt hier nochmal die Ergebnisse der Dekodierung und so weiter und kommen auf ein sehr, sehr gutes Ergebnis mit 3500 Punkten. Also knapp 3500 Punkte, muss man dazu sagen. Ich persönlich, mich hat es echt überrascht. Ich habe hier schon PCs gehabt, von denen habe ich mehr erwartet, es kam wenig heraus. Aber hier tatsächlich haben wir einen ordentlichen PC, mit dem man auch gut arbeiten kann. Man sieht, dass die Komponenten anscheinend sehr gut abgestimmt sind zueinander, haben echt eine gute Leistung. Multimedia, man könnte hier ein bisschen zocken, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen. Aber wir können hier mit auf jeden Fall im Homeoffice arbeiten. Wir können hier ganz normale Office-Tätigkeiten hier alle problemlos erledigen. Und ich glaube, dass man hier wirklich einen sehr soliden Homeoffice-Rechner hat mit gut dem, was man hier eben abrufen kann. Und spielt eigentlich gar nichts dagegen und hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Auch das muss mal sein. Ja, das auf jeden Fall zu unserem Intel Nuke 11 und hat mich auf jeden Fall sehr, sehr positiv überrascht und hat mir auch sehr gut gefallen und ich hoffe, auch der Lüfter hier, das ist ja auch mal immer das eine oder andere, der Lüfter ist hier aus, an, ich weiß es nicht.
sehr, sehr extrem leise. Tatsächlich, als ich den Neroscore gemacht habe, geht der Lüfter natürlich hoch, das war maximale Auslastung, fährt aber auch relativ schnell wieder runter und hier in der normalen Bedienung hier höre ich eigentlich gar nichts. Also wirklich total leise, sollte man dazu sagen, also wirklich super, super leise, kaum hörbar, sehr angenehm, hinter dem Bildschirm würde es gar nicht auffallen für normale Tätigkeiten, aber wie gesagt, top. Super Rechner, hat mir sehr gut gefallen und kann man auch so empfehlen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich mir stellen. Abo könnt ihr auch da lassen, sehr, sehr cool wäre das natürlich. Und Daumen hoch auch. Und bis zum nächsten Mal, euer Dr. Einstein.